Rentenversicherung schickt massenhaft fehlerhafte Rentenbescheide wegen Hinzuverdienst 2022 raus. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Die Rentenberater von rentenbescheid24.de erhalten seit Anfang 2022 in erheblicher Zahl Rentenbescheide, die falsch sind. Die Rentenversicherung hat aufgrund einer technischen Panne oder einer Datenumstellung es nicht geschafft, die aktuelle Hinzuverdienstgrenze von 46.060 Euro für das Jahr 2022 in ihr Datensystem einzupflegen. Viele Versicherte, die im Jahr 2021 einen anrechnungsfreien Hinzuverdienst von 46.060 Euro neben der vorgezogenen Altersrente realisieren konnten, bekamen ihre Monatsrente bis zum 31.12.2021 immer als Vollrente ausgezahlt. Also gab es überhaupt gar keine Probleme. Seit Januar 2022 bekommen viele von diesen Betroffenen auf einmal neue Rentenbescheide. In diesem sind die Altersrenten nicht mehr als Vollrente, sondern auf einmal als Teilrente ausgewiesen. Die Rentenversicherung hat statt mit der neuen aktuellen Hinzuverdienstgrenze von 46.060 Euro zu rechnen, einfach mit der Grenze 6.300 Euro. Und das hat fatale, wirklich fatale Folgen. Die Rente des einzelnen Betroffenen wird erheblich gekürzt. Also er kriegt jetzt nicht mehr die Vollrente, sondern er kriegt die Teilrente. Und zwar Teilrente wegen Anrechnung des Hinzuverdienstes. Und dann bekommen wir Anrufe oder Mails. Hallo liebes Team von rentenbescheid24.de, das verstehe ich nicht. Warum bekomme ich auf einmal eine deutlich niedrigere Rente und dann auch nur noch als Teilrente ausgewiesen? Und der Grund ist ganz einfach, der neue Rentenbescheid enthält meistens auf der Seite 2 oder 3 im Fließtext einen Hinweis auf diese technische Panne, auf das Problem. Und dass die Versicherten dann in Kürze einen neuen Rentenbescheid bekommen. Also die bekommen dann zu dem Rentenbescheid, den sie im Jahr 2022 mit der geänderten Altersrente bekommen, dann nochmal einen neuen Bescheid, wo dann wahrscheinlich dann die Teilrente wieder in die Vollrente umgewandelt wird. Aber was wir auch schon festgestellt haben, dass nicht in jedem dieser neuen Rentenbescheide seit 2022 der entsprechende Hinweis enthalten ist. Der Hinweis der Deutschen Rentenversicherung auf die Datenproblematik oder auf diese Panne oder was da passiert ist, das ist ja alles schön und gut. Wenn er denn auch sofort für den Betrachter erkennbar wäre. Und leider ist es so, dass die Deutsche Rentenversicherung nicht in der Lage ist, solche wichtigen Hinweise fettgedruckt und abgesetzt im entsprechenden Bescheid darzustellen. Der Rentenbescheid ist mit einer schieren Masse an Informationen und Begründungen gespickt. Der normale Bürger und sogar, wie es das Sozialgericht Karlsruhe Ende des Jahres 2021 eindrucksvoll darlegte in einem Urteil, sogar rechtskundige Richter, Anwälte und Rentenberater sind oft nicht in der Lage, Rentenbescheide und deren Inhalte nachzuvollziehen und auch zu verstehen. Und das liegt schlicht und ergreifend an dieser schieren Masse an Informationen. Der Richter am Sozialgericht Karlsruhe sagte nichts anderes, dass der Rentenbescheid, wie wir ihn jetzt haben, ein bürokratisches Monstrum ist. Und sollte Ihnen nicht auf dem ersten und zweiten Blick sofort klar sein, warum im Bescheid auf einmal eine Rentenkürzung ausgewiesen ist, dann legen Sie doch bitte einfach gegen diesen Bescheid Widerspruch ein, schriftlich, und zwar mit der Frist 1 Monat ab Beginn der Zustellung des Bescheides bei Ihnen und verlangen von der Deutschen Rentenversicherung eine Erklärung, warum bei Ihnen die Hinzuverdienstgrenze 2022 nicht korrekterweise angewendet wurde. Wir legen in geeigneten Fällen Widerspruch mit Begründung ein und stellen der Rentenversicherung unsere Kosten dafür in Rechnung. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.